da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Mystery Dungeon. Direkt vor dem Dungeon, in den wir jetzt reingehen werden. Und mal gucken, was uns erwartet. Bist du fertig, Sefi? Ja, klar bin ich fertig. Okay, machen wir uns davon. In der Klammhöhle. Und überraschenderweise können wir hier auch keine Pokémon anwerben. Ja, das war klar. So, das nehmen wir mal mit. Ein Grimmsam. Ist ein Pokémon. Grimmsam steigen Angriff und Spezialangriff auf die höchste Stufe. Wähle Items und danach Essen aus. Das kennen wir schon. Und hier gibt es Ditos. Sie hat mich vorhin Ditto Wandler eingesetzt. Hallo, Groink. Oh, es war ein Ditto. Hallo, Panzer Aaron. Das ist ja noch eins. Wo kommen die denn alle her? Hi, du. Kommst ran? Dankeschön. Oh, irgendwo ist hier noch ein Ditto, das Wandler einsetzt. So viele Wege. Da weißt du gar nicht, wo ich lang gehen soll. Ich geh mal hier lang. Jetzt mit Absicht ein bisschen vorsichtiger. Ich habe die Dungeons der Zukunft ein wenig knackiger in Erinnerung als die, die wir bereits kennen. Deswegen bin ich mal super vorsichtig. Stirb! Bitte ganz schnell! Dankeschön! Was für ein gruseliges Panzer-Aeron. Wenn das gemeine ist, ja, die Panzer-Aerons können hier fliegen. Die können hier einfach über diese, das, was für uns Wand ist, können die einfach rüberfliegen. Über den Abgrund. Oh, ein Magnetio. Jutis, danke. Weißt du, hast dich getroffen? Versuch's nochmal. Okay, du kannst es auch mit Druckzug erledigen. Rechts wird kein Weg sein. Gehen wir links. Wieder? Oh, das war jetzt zuvor. Was haben wir hier? Ein Top-Elixier. Das war ja klar, dass du sonst ein Fläschchen ist, das dann ein Top-Elixier ist. Gibt's hier noch ein Item? Und wieder ein Ditto mit Wandler. Und wieder so ein verzwickten Dungeon oder ein verzwicktes Layout. Ach, wie gemein. Hat das Teil doch einfach Finalschlag eingesetzt. Na komm. Ich hab dich doch gesehen. Wieder nichts. Jutis. Oder so. Nein, eine schwere Box. Gott, das wird nachher teuer, wenn wir die wieder zurück sein sollten und das schätzen lassen. Oh, ein Orb. Ah, schön, der Einmal-Orb. Orbs wirken ja leider bei Bosskämpfen nicht, sonst würde ich mich jetzt super darüber freuen. Aber das wäre auch ein bisschen cheap, wenn die wirken würden. Wie viel gibt's hier? 2. Okay. Und wieder ein Ditto. Du bist kein normales Magnetilo. Ah, schön, dass da die Treppe. Hier gibt es 4. Das ist... Oh, hier ist gleich die Treppe. Ah. Geld und ein Gerock-Brock. Da schläft ein Onyx. Jutis, das lässt mir mal lieber schlafen. Scheiße, ist das Teil groß. Oh, Treppe. Jutis, du stehst auf der Treppe. Lass mich durch. Oh, wir sind jetzt schon durch. Sind wir durch? Sieh mal, Sefi. Könnte das da drüben der Ausgang sein? Lass uns nachsehen. Haben wir unseren Vorsprung zu den Zuberis ein bisschen vergrößert? Lass uns jetzt etwas ausruhen. Sieh mal, da ist Wasser. Was? Dieser Wasserfall. Das Wasser fließt nicht.
Das Wasser ist mitten in der Bewegung erstarrt. Hat Reptane doch recht? Ist die Zeit in der Zukunft wirklich stehen geblieben? So hat Zwirfins uns an diesen Ort gebracht. Große Zwirfins, der so freundlich zu uns war. Weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn wir nur irgendwie die Wahrheit herausfinden könnten. Oh, ich weiß wie. Es gibt einen Weg, die Wahrheit herauszufinden, Sefi. Und wie? Dein dimensionaler Schrei. Setze deinen dimensionalen Schrei ein, Sefi. Berühre dieses erstarrte Wasser. Wer weiß, vielleicht siehst du ja etwas. Oh, ich verstehe. Das stimmt. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich das erstarrte Wasser berühre, dann erfahren wir vielleicht etwas darüber, was hier geschieht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Sobiris holen uns sonst ein. Mach schnell! Sefi berührt den erstarrten Wasserfall. Alles klar, Sefi? Kannst du etwas sehen? Nein, ich sehe nichts. Nichts? Uff, schade. Würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir auch nur annähernd verstehen würden, was los ist. Wir haben gar nichts erfahren. Wir haben hier viel Zeit verschwendet. Wenn wir uns nicht beeilen, holen uns die Zubiris ein. Machen wir uns auf die Beine, Sefi. Oh, schöne Kagama-Statue. Wie großzügig. Das denn nicht Großzügigkeit? Hey, Sefi, bist du soweit? Ja. Naja, wenigstens haben wir jetzt hier wieder eine richtige Wand. Keine Panzer-Aerons rüberfliegen können. Und wir haben gleich die Treppe. Ist das da vorne ein Skorkro? Ja, Tatsache, das ist eins. Er werft uns doch noch mehr weiterentwickelte Pokémon vor die Füße. So viel zum Thema, du kannst nicht durch Wände gehen. Hat das. Ach, wir machen das so. Danke. Super, wir haben den Abgrund gegen eine Wand eingetauscht, durch die die Geist-Pokémon durchgehen, die hier sind. Na geil. Da hat mir der Abgrund aber besser gefallen. Das war so klar. Das war... Tschüss, Jutis. Ich hoffe, du kommst klar. Ich hoffe, wir kommen klar. Wir sehen uns dann oben. Ich gehe nämlich ohne dich. Nebulak. Hallo, Nebulak. Sollte die Dinger vielleicht auch mal verwenden. Gut, dass wir uns gegenseitig mit nicht effektiven Attacken kaputt hauen wollen. Na, dankeschön. Natürlich noch einer unserer Äpfel. Und wir werden hier keine Äpfel nachkaufen können. Naja, vielleicht haben wir Glück und wir kommen so schnell durch den... Hi? Kann ich nicht angreifen, das ist total mies. Einfach weitergehen. Ignoriere sie. Oh, das ist nicht gut. Oh, warte, wir können die Geo-Rock-Bröcke darüber schmeißen. Gott. Ihr beschützt mich, Ute, auch wenn wir hinter dir stehen. Wir können auch ruckzuck die Beine setzen. Haben wir leider nicht mehr. Das ist natürlich scheiße jetzt gerade im Moment. Keine Sorge, Ute, wir beschützen dich. So, mit Tod gesteinigt sozusagen. So, können wir weiter? Gut. So, was haben wir hier? Das gleiche Item. Also, da kriegen wir die Georock-Brocken wieder rein, die wir gerade aus dem Fenster geschmissen haben.
Na, wer im Glashaus sitzt, soll ich nicht mit Steinen werfen. Und da haben wir ein Pilsif Shard. Tschüss! Bürzer! Und das zeigt wenigstens auch normale Wirkung. Ach, nicht schon wieder. Jutta ist hinter dir! Du. Ich wollte gerade sagen, du hast eine effektive Attacke dagegen. Versuch das zu kontern, Nebulak. Und das Nebulak so, wahaha, mach dich bereit, wenn du mich angreifst, werde ich dich mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Attacke umbringen. Nicht, wenn ich dich zuerst mit meiner Attacke umbringe. Oh, ein Dings ist. Eine senile Beere. Und ein Skorkro. Und noch einen Schritt ran? Dankeschön. Noch mehr Labyrinth geht nicht, oder? Okay, sag es so. Das RNG meint, ist echt nicht gut für uns. Noch ein Schritt. Dankeschön. Wow. Vor allem die Großzügigkeit mit diesen Items hier. Hui. 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 So. Dann haben wir auch das Item der Ebene hier. Ja, wir machen die Leute einfach aus der Ferne kaputt, bevor die uns gefährlich werden können. So einfach ist das. Oh, schön, wir stehen gleich auf der Treppe. Glück gehabt. Oh, da ist ja schon wieder gleich die Treppe. Und hier ist die Treppe nicht sofort. Schade. Das wäre ja noch schöner gewesen. Aber dafür ist ein Gierrock-Brocken. Kannst du noch einen Schritt näher kommen? Lass dich mal. Nein. Oh, stirb schnell. Bitte? Danke. Wenn es etwas gibt, das hier total übertrieben ist, dann sind es Gegner, die ihre Geschwindigkeit aufboosten können und damit mehrmals pro Runde angreifen können. Das ist mies. Das mag keiner. Danke, Jutis. Eine TM. Es ist Vakuumhieb. Und da oben liegt noch ein Sämchen. Ein Plosivsamen. Gott, groß, wo man schaut. Oh, verdammt. Hi. Oh, der Markt schon. Au! Jutti, sie ist gemein zu mir. Ja, so ist das immer, wenn mich Leute ärgern. Das war quasi schon fast eine Real-Life-Reaktion. Ich will nicht verflucht sein. Autscher. So. Und damit hat Jutta schon ein nächstes, also das nächste Level. Was lernst du denn diesmal? Gegenstoß. Nur was dafür Klasse Rucksack gibt, da vergessen. Finte brauchen wir und Gegenstoß ist bei einigen Bosskämpfen eigentlich ziemlich cool, weil ein Gegenstoß ja den Schaden zurückschleudern kann. Weil ich hätte eigentlich auch Finte vergessen lassen können, weil Gegenstoß ist, glaube ich, auch eine unechte Attacke. Naja, wir können. Sollten wir noch mal beim Elevol-Tackling vorbeikommen, das korrigieren.
genau, Items. Und ein Lepumentas. Hi, du. Ciao. Wie praktisch, haben wir gleich einen Apfel gefunden. So, was haben wir hier? Noch eine TM. Stahlflügel. Ja, wir haben ja auch so viele Freunde mit Flügeln. Was ist das? Ein Warpsaum. Und das ist die Etage 14. Noch ein Schritt. Dankeschön. Oh ja, wir sollten vielleicht was essen. So. Damit wir hier nicht verhungern. Na toll, hier wäre gleich die Treppe gewesen. Einfach mal dran vorbeigeschlichen. Wir sind ziemlich weit nach oben aufgestiegen. Boah! Sieh mal, Sefi! Ist es wahr? Die Zukunft ist wirklich eine Welt der Dunkelheit. Die Lichtergruppe ist schön, aber haben diese Lichter aus dem Gefangenenraum? Sag mal, Sefi, der große Zwilfens hat uns einmal mehr gerettet. Und er hat uns viel beigebracht. Darum habe ich wirklich zu Zwilfens aufgesehen. Aber hat Zwilfens uns getäuscht? Selbst nach all dem, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin ganz durcheinander. Ach, Jutes. Was sollen wir jetzt tun? Wann können wir endlich aufhören, wegzulaufen? Kommen wir wieder in unsere eigene Welt? Die anderen unserer Gilde. Wie es ihnen wohl geht? Nachdem wir verschwunden sind, ob sie sich Sorgen um uns machen? Ludluff, Plaudergei, Pizza und all die anderen. Ob es ihnen gut geht? Ich vermisse die Gilde. Ich will sie alle wiedersehen. Jutes ist ziemlich fertig. Nur natürlich. Was bisher passiert ist, wirklich schwer zu begreifen. Ich habe auch Angst. Aber ich darf jetzt nicht aufgeben. Wir aufgeben, wenn die Zubiris uns fangen. Muss Jutes irgendwie aufheitern. Aber aufheiternde Worte wären jetzt kein richtiger Trost. Etwas sagen könnte. Etwas, das wirklich Hoffnung gibt. Wenn es nur einen Hoffnungsschimmer gäbe, könnten wir uns daran festhalten. Geil, was? Muss etwas einfallen. Hey! Was ist denn, Sefi? Lass uns Reptil suchen. Der ist irgendwie von der Zukunft in unsere Welt gekommen, also wird der schon wissen, wie das geht. Wie? Du willst Reptil suchen? Warum? Ich will ihn was fragen. Ihn etwas fragen? Oh, richtig. Reptil ist schon einmal von dieser Welt in unsere gekommen. Also müsste Reptil wissen, wie man in unsere Welt kommt. Aber ist Reptil nicht ein bösartiges Pokémon? Ist er nicht in unsere Welt gekommen, um die Zahnräder der Zeit zu stehlen? Soll ich ihm irgendetwas glauben? Was ist mit dir, Sefi? Vertraust du Reptil? Haben wir eine andere Wahl, als ihm zu vertrauen? Ja. Ich kann ihm nicht vertrauen. Ein Pokémon wie ihm? Niemals! Ich werde ihm auf keinen Fall vertrauen. Geht einfach nicht, aber das ist ja kein Heiratsinstitut. Du musst ihn ja nicht heiraten. Es reicht, wenn wir miteinander auskommen. Aber verstehe dich, Sefi. Weiß nicht warum, aber Zwiffens will uns loswerden. Einzige Pokémon, das wir sonst in dieser Zukunft kennen, das ist Reptane. Wir haben keine Wahl.
Reptin ist unsere einzige Hoffnung. Na dann. Okay. Hey, Sefi. Wie hören wir Reptin auf? Lass uns Reptin fragen, wie wir in unsere Welt zurückkommen. Gutes! Gehen wir, Sefi. Folgen wir Reptain. Sefi, danke. Du wolltest mich aufmuntern, weil ich so niedergeschlagen war. Dabei müsstest du genauso große Angst haben, Sefi. Tut mir leid. Obwohl mein allerbester Freund bei mir ist. Trotzdem habe ich mir die ganze Zeit allein Sorgen gemacht. Und fast hätte ich allein aufgegeben. Dabei bin ich in Wirklichkeit gar nicht allein. Ich werde nicht mehr aufgeben. Ich kann stark sein, weil du an meiner Seite bist, Sefi. Jetzt ist alles in Ordnung. Also, machen wir weiter, Sefi. Kehren wir in unsere Welt zurück. Und zwar gemeinsam. Seit Reptin gegangen ist, war der Weg schnuckgerade und ohne Abzweigung. Also müsste Reptin vor uns sein. Gehen wir, Sefi. Lass uns Reptin einholen. Ja, aber ich möchte erstmal hier am Lager, lagern. Was man halt so lagert im einen Lager. Ne, die können wir erstmal ablegen. Noch irgendwas. Ich leg mal hier ein paar Beeren ab. So. Und dann können wir gleich speichern. So. Und weiter geht's. Ins Ruinenverlies. Hallo Slimog. Du bist doch ein Slimog. Ja, du bist ein Slimog. Au! Jutes, pass auf, wo du hinfällst. Die einfach auf mich draufgefallen. Das wäre Stimme wie keine andere. Jutes, würdest du? Ein Flakwurf hätte, glaube ich, auch gereicht, aber okay. Es ist wie mit Kanonenkugeln auf Mücken schießen. Man fühlt sich einfach überlegen. Hallo Drasche. Ist hier irgendwo eine Treppe? Ich hätte gerne eine Treppe. Ah, da ist sie ja schon. Kriege ich eine Treppe? Ich bin ja schon darüber froh, dass das keine Sackgasse ist. Und das... Ich wollte gerade sagen, und dass wir auf keine Pokémon treffen. Wie cool sich vor Staker dreht, wenn es läuft. Oder vielmehr fliegt. Jutta, spar deinen Atem bzw. deinen Feuersturm. Den brauchst du vielleicht noch. Ich finde es zwar schön, dass du damit fast alle Pokémon gleich mit einem Schlag ins Nevada schickst, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. So. Das können wir nämlich genauso gut. Oh, hier ist Sackgasse. Was habe ich vorhin über Sackgassen gesagt? Und ernsthaft? Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Jutes, warte. Jutes? Alter, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß da hinten, während ich nicht da bin. Und wieder muss ich dir unter die Arme greifen. Mach die damit kaputt. Bist du im Elementvorteil? Glaub doch, das geht gut. Hallo? Bye! Ich bin doch da. Jutes, warte! Halt aus! Wir treffen uns bei der Treppe! Lass doch die Pokémon hier leben! Aus, oh, das Monsterraum? Ich
dachte nur, weil die Items hier so dicht beieinander sind. Ich glaube, Judith mag die Pokémon hier irgendwie nicht. Oder muss eine TM? Was ist es denn? Ein Solarstrahl. Sag mal, hast du heute irgendwie schlecht gegessen oder so? Ich beschwere mich darüber mal nicht, ne? Oh, jetzt sagst du, darüber kann ich mich beschweren. Wie praktisch. Wenn du die grillst, erspart mir das die Arbeit. Wir sind voll das gute Team. Du haust dir weg und ich guck dir dabei zu. Warte, ich kann auch aus der Ferne angreifen. Natürlich. Der einzige Weg. Hallo, Tangulos. Der einzige Weg ist natürlich den, zu dem wir zuletzt lang gehen. Wie ich sowas liebe. Ein Apfel. Wenigstens findet man hier genug Äpfel. Und das ist gleich die Tür. Ich meine, die Treppe. Tür, Treppe ist doch alles dasselbe. Oh, das ist ein Schal. Ein Spezialschal. Der Schal ist eben sehr speziell. Wird Zeit, dass wir uns mal wieder selbst die Hände schmutzig machen. Oder die Pfoten in dem Fall. Aber hier. Ein Angstorb. Gut getroffen. Treppe. Oh wow, Kangama-Statue. Na, ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, bietet sich das gleich an, hier zu cutten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich wie immer.